So, besser. Seht da wieder was. Sagt das sowas vorher, dass ihr nichts seht. Also, wenn es euch zu düster ist, also ich kenne das Problem mal, dass es durch so eine dass im Stream gerne mal ein bisschen dunkler aussieht, weil ich spiele es ja im Fenstermodus, da kann ich ja an der Gamma nicht viel rumdrehen, weil im Fenstermodus geht das halt einfach nicht. Weil ja da halt, ich glaube, ich die Gamma vom Monitor nehme, Bits halt wie die vom Grafiktreiber. Also, es hätte nicht irgendwo mal Delta sein? Achso, Delta ist wahrscheinlich hier runter, ne? Muss ich wieder runterlaufen. Na. Ich sehe nichts, Björn. Ja, jetzt aber. So, ach, hier unten ist die Delta-Station. Na gut, check mal. Ach ja, sind ja die Ranger. Kampflos geben wir nicht auf. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Mehr Zocken? Naja, ich spiele garantiert nicht mit der Karawane. Hä, was? Woman of the Unseen. Es sind ja every one of you who serves in a slap across Savers. 10 his height, ladies. Warum hat sie... Sag mal, haben hier alle Funker so eine roten Haare? Oder ist das irgendwie... Ich darf Zivilisten hier eigentlich nicht rumlaufen lassen. Ich hoffe, dass sie einen guten Grund haben, hier zu sein. Okay, ich habe hier, ich würde gerne mehr über die... Nee, ich habe hier vor allen Dingen so ein Ding hier. Okay, sagen Sie Reese, dass diese Station sicher ist. Sag mal, haben alle Funker rote Haare und sind das immer Frauen? Ich würde gerne mehr über die... Ja, wenn es Ärger gibt, mit dem normale RNK-Soldaten nicht fertig werden, schicken Sie einen Ranger. Problem gelöst. Wir sorgen außerdem dafür, dass die Grenzen der RNK sicher sind. Nein. Erkunden Bedrohungen, solche Sachen. Ich vergesse immer, die Cuts zu machen. Das ist echt ärgerlich. Na gut. Was machen Sie hier? Ich bin für den Funk verantwortlich. Daher auch Kommunikationsoffizier. Ich wäre lieber auf Patrouille, da hier nicht wirklich viel los ist. Ja, aber einen Typen stellen sie anscheinend auch nicht. Aber wo sind eigentlich diese blassen Brillenträger? Die könnte man auch super zum Funken abstellen. Sir? Ich meine, sieht hier, na gut, ihre Arme sehen ein bisschen dolle dünn aus, aber da könnte man sicherlich was machen. Mit ein bisschen Übung. Ja. Naja, gut. Aber die machen auf jeden Fall auch Werbung, dass die hier die Frauen zum Militär gehen. Das ist ja sehr interessant. So, ich schätze mal, mehr als ein Haus war das ganze Ding hier sowieso nicht. Ich denke mal, mehr wird es nicht. Wer bist du denn noch? Das ist ja auch aus irgendwie Ranger Passen. Machen Sie keine plötzlichen Bewegungen und wir kommen gut miteinander klar. Was wollen Sie? Was tun Sie hier draußen? Wir behalten den Fluss im Auge und halten Ausschau nach möglichen Querungen. Die Legion schickt gerne Infiltrationsteams in kleinen Booten rüber. Das ist ja sehr freundlich. Na, dann erzähl mal ein bisschen was über dich. Sie sind die Besten der Besten. Punkt. Mehr gibt es kaum zu sagen. Na gut, bis bald. Wir sehen uns. Ja, garantiert. Total. Ach, wie schön das hier auch aussieht. Ich muss hier mal kurz... Also, ich müsste das hier eigentlich öfter machen. Hier mit der Konsole so rumraufen, damit... Weiß ich verbringe echt viel Zeit damit, Screenshots von dem Interface zu befreien, wenn ich dann hier diese Thumbnails für YouTube mache, also diese Vorschaubildchen. Das, ich meine, ich habe diese Funktion, das muss ich sie auch, also dessen will ich sie auch nutzen, aber manchmal ist es echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. Was sind das hier? Ach so, ist das hier eine gesprengte Brücke oder was soll das darstellen? Ich renne da aber noch bis ran, in der Hoffnung, nicht gleich erschossen zu werden von irgendwelchen Leuten, die hier mit einem Scharfschützengewehr auf der anderen Seite warten. Oder was ist das hier? Ist das... Nee, eine Brücke wäre ja unlogisch. Hier so einen halben Meter vom Staudamm. Wäre es ja eigentlich, vor allen Dingen der Höhe eine Brücke anzubringen, wäre ja auch ein bisschen doof. Weil gerade beim Staudamm muss man sich ja nicht wenig Sorgen machen, dass hier so hoch würde das Wasser ja nie stehen. Hä? Yay, schreibt hier jemand. So, ich denke mal, ich komme da nicht rein, ohne jetzt hier gleich Felsakrobatik zu machen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber warum zur Hölle... Ist das, was soll denn diese Platte da bitte schon darstellen? Macht man das so bei Staudämmen? Aha. Na egal. Ach ja. Wo ist mein Energiegewehr? Nein, es liegt nicht auf der 7, es liegt auf der 6. Das vergesse ich irgendwie immer. Also, ich vergesse es nicht, aber ich verpeile es halt. Ach ja. Komme ich da auch wieder auf die Brücke? Also, ist ja eher so ein Highway-Ding, aber. Ich wollte ja nach Boulder City. Also, ich ahne mal, dass Boulder City mitten in der Stadt einen riesengroßen Stein stehen hat. Anders kann ich mir den tollen Namen nicht erklären. Ist ja eigentlich fast wie Pokémon hier. Komme ich hier nicht wieder hoch? Also es ging gerade irgendwie gar nicht so gut. Aber jetzt komme ich hier oben auf die Brücke rauf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das zählt wahrscheinlich sogar als Hauptstraße. Ne? Versuchen wir es einfach mal. Wo ist denn Boulder? Warum stehen denn da so einen dummen Buchstaben? Ach so, das sind Eddie und Boone sind da. Ich hoffe, die schaffen es irgendwie hinterher, aber jetzt bin ich ja gerade ein bisschen allein unterwegs und ohne. Ne, es ist halt eine RNK-Truppe, alles klar.
Wenn ich hier mal im Kostüm rumlaufen würde von der Legion, dann wäre hier wahrscheinlich gleich richtig Party. Das da vorne sieht doch sehr. Oh, was ist denn das hier für ein Geschütz? Gut, ich habe den Hoover-Stauder mitdeckt. Ist ja schön. Der hat hier ein schönes. Ach, so ein Gewehr habe ich auch. Moore hat 4 Feldzüge im Westen gegen die Bruderschaft überlebt. Falls irgendwer gegen die Legion helfen kann, dann sie. Ah ja. Gehen die. Gegen die Bruderschaft? Die kämpfen parallel noch gegen die Bruderschaft? Das habe ich bis jetzt noch gar nicht so mitgeschnitten. Was haben wir hier eigentlich für lustige Figürchen? Sollen das Engel darstellen? Was steht denn hier Schönes? Ich sollte mir vielleicht wirklich mal wie so HD-Texturen runterladen. Aber ich ahne, dass es die gar nicht gibt. Also zumindest nicht für Fallout. Und wenn dann nur so eine... Gibst du? Mal unter uns. Manchmal macht mir Colonel Moore Angst. Echt? Wie ist denn so drauf? Dann gehen wir doch mal direkt ins Besucherzentrum und reden mal mit ihr. Mal sehen, was sie so zu sagen hat. Sieht auf jeden Fall sehr schön hier aus. Wer bist du denn? Der Reiniger? Hallo. RNK-Ranger verdienen mein volles Lob. Die haben doch Helios der Bruderschaft abgeluchst, Burn. Ja, aber ich dachte, die Bruderschaft hält sich dann ansonsten vornehm zurück und macht hier nicht so... Und macht nicht so viel Stress, also... Oh, das sieht irgendwie... Das sind RNK-Sturmsoldaten? Das ist eine Power-Rüstung, meine Freunde. Für die zu tragen, brauchen wir irgendeine extra Ausbildung. Schön, sie bei uns zu haben. Die sind auf jeden Fall ein bisschen härter drauf, die Jungs, also... So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen... Ja. Versorgungsspind ist ja interessant. Soll ich hier eine... Hat das hier gerade rumort? Stairs? Staudammkraftwerk 01. Also, ich möchte ja eigentlich jetzt gar nicht ewig mit dem Kraftwerk rumrennen, weil ich bin mir sicher, ich komme hier irgendwann nochmal her. Oh ja. Okay, gut. Die Hinweisschilder und die Bilderchen sind natürlich total hübsch. Warum sitzen die alle rum? So eine Patrouille durch die Mojave... Ja. Das ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Also irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass in Fallout 2 die Typen, die Bösen von der... Ach, wie hießen die denn? Nicht die Bruderschaft, sondern die andere. Es gibt ja zwei große Fraktionen, nämlich... Achso, ich wollte gerade die Treppe so hochlaufen. Es gibt ja zwei große Fraktionen in Fallout, und zwar es gibt einmal... Also, Ex-Regierungs... Juhu, wir haben den Stauder entdeckt. Es gibt zwei große Fraktionen, würde ich gerade sagen. Und zwar einmal gibt es halt die Bruderschaft, das ist die Nachkommen vom Militär. Und dann gibt es noch die anderen, das sind die Nachkommen von der Regierung. Und das ist die... Ach genau, die Enklave. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Enklave auch so aussehen. Guten Morgen. Das ist eine RNK-Power-Rüstung. Kein Training nötig, aber schlechter. Das ist ja doof. Auf Leiter steigen? Ah ja, ich wollte mich gerade schon wundern, wenn hier irgendwas mit Animationen kommen will. Wer bist du denn? Techniker? Hanlon ist eine Legende. Die Leute reden mit Ehrfurcht und Respekt über seine Leistungen in der ersten Schlacht am Hoover-Staudamm. Ah ja. Das sieht hier ein bisschen aus wie Vertibird-Landezone, muss ich sagen. Ja, das ist also der Hoover-Staudamm hier. Interessant. Na gut, dann krabbeln wir mal die... Wo ist denn jetzt mein Leiter? Ah, da ist die Leiter. Ich wollte gerade rumwundern, wie ich hier gekommen bin. Ja, Burn spielt Fallout. Ja, das stimmt. Sowas kommt hin. Ja, aber momentan ist hier jetzt ja gerade eher mehr so Handlung. Was haben die hier für ein dickes Artilleriegeschütz stehen? Wenn die hier einmal falsch im Staudamm treffen, ist ja gleich hinüber. Hallo. Warum haben die ganzen Techniker so kurze Haare? Wer bist du? Noch ein Techniker. RNK-Ranger verdienen mein volles Lob. Ja, vor allem haben wir ja nicht mehr Technikerinnen als alles andere. Also ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade zu den Staudamm so laufe, aber... Ich hoffe so sehr, dass ich Präsident Kimball treffen darf. Ja, toll. Trifft deinen Heiland quasi. Personenkult finde ich auch mal total super. Turm des Huber-Staudamms. Es wäre vielleicht aber nicht so klug jetzt gerade, wenn der Kommandierende hier irgendwie rumsteht. Also wer auch immer hier... Das sieht hier so nach Geheimwand aus. Weil das, ich meine, das wäre hier so der erste Angriffsort. Und hier oben gibt es einfach gar nichts außer Wasser. Auch nicht verseucht. Dann nehmen wir doch nochmal einen Schluck. Und wie sieht zwar die Armaturen hier, die sehen zwar nicht so sauber aus und so mein vollstes Vertrauen hatten die nicht, aber warte mal... Hab mich aber keiner mehr gesehen. Ist ja schön. Nö, auf den Leiter zum Mojave-Ödland hier auf dem Turm will ich eigentlich nicht rauf. Ich meine, so viel setze ich jetzt auch nicht auf den absoluten Ausblick hier. Ja, selber auch einen guten Morgen. Ja, müsste ich hier nicht sowieso, aber irgendwie... Nee, jetzt laufe ich gerade auf den Staudamm rauf. Ich wollte ja eigentlich nach Boulder City. Aber das wird ja irgendwie gerade. Legion Go Home. Dead Man's Dog. Ah ja, ist ja interessant. Remember Bitter Springs. Ja, da will ja Boone nichts was, aber gucken nicht alle die Wand ein. Schämen die sich oder was? Turm des Hoover-Staudamms. Na gut, die ganzen Türme, da ist ja anscheinend nichts los. Na gut, dann laufen wir jetzt mal kurz mal bis zum Ende vom Hoover-Staudamm. Geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Tür, kein Zugang. Na cool. Ah gut, also kommen wir erstmal nicht auf die andere
Oh, dann ist das Wasser. Also kommen wir erstmal nicht auf die andere Staudammseite. Höre ich jetzt da irgendwie leicht raus aus dem... Kein Zugang! Schild. Würde ich jetzt zumindest raten. Oh, schon 12 Uhr. Juhu! Ach ja, so. Wo geht's denn? Wo sind wir jetzt eigentlich? Moment, ich muss hier mal kurz ein bisschen raus. Was hat sogar so ein schönes Symbol? Ja, eigentlich muss ich hier nur dem Weg folgen und dann hier noch ein Stück nach... Also eigentlich muss ich nur wieder zurücklaufen, da wo ich herkam. Und dann irgendwie nach rechts abbiegen, da vorne bei den Engelsstatuen. Dann müsste ich ganz rein theoretisch eigentlich im Bowler City rauskommen. Ja, die Techniker unterhalten sich hier in Klönen eine Runde. Müssen sie sich auch unterhalten über wichtige Technik. Ich weiß ja nicht, was sie für Technik die hier haben. Wie Geschütze oder... So komme ich da vorne auch links. Ne, warte mal, ich laufe mal lieber hier lang. Weil da vorne war nämlich, glaube ich, komplett durchgehend ein Zaun. Wenn ich das vorhin richtig beobachte. Ich quicksave hier einfach mal so zwischendurch. Häufiges Speichern ist ja sinnvoll. Ist genau wie viel trinken. Häufiges Speichern ebenso. Warte mal, es... Ich glaube aber... Warte, ah, Mann! Warte mal und sage ich ganz solo oft. Immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Die hätten gewiss mal eine Fahne hissen können. Das würde schöner aussehen. Aber ich, das ging doch hier da vorne gar nicht weiter, oder? Ach, Mann. Ja, ich bräuchte ein Gesprächsthema, aber mir fällt gerade nichts ein mit das... Oh, ist das da hinten in Lage der Legion? Schon habe ich ein Gesprächsthema. Wo ist mein Fernlass? Meine bewegen kann ich mir trotzdem. Ich glaube, das ist ein Lage der Legion. Oh, das sieht richtig geil aus, wie ich mein Fernlass beidhändig halte und ich komme durch diesen Zaun nicht durch. Nein. Das heißt, ich muss jetzt gleich wieder urstweit zurücklaufen. Und auf der 6 liegt die Energiewaffe. Oh, die hat ja sogar eine richtige Schulterstütze. Sieht sehr interessant aus. Also von außen meine ich mal so. Ich kann so in der Außenperspektive rumlaufen? Das ist ja interessant. Ich meine, nicht, dass es besonders gut aussieht und sehr zweckmäßig, aber es geht immerhin. Ich mag ja generell so Außenperspektive durch die Gegend latschen. Ich weiß ja nicht, ich habe irgendwie eine Stimme von rechts gehört, aber es könnte, ich könnte mich auch getäuscht haben. Allen Zuschauern viel Spaß gewünscht. Das ist ja freundlich. Sehr freundlich sogar. Ja, also, man gerade viel Wüste. Ich habe gerade das Verlangen, noch eine Sonnenbrille aufzusetzen, damit es hier wieder nicht mehr ganz so gelb aussieht. Das heißt, es war also ein Fehler, hier auf die Brücke zu laufen, all dieweil wir nicht weiterkommen. Es hätte ja keiner ahnen können, dass die Region hier so bergig ist und ich hier nicht weiterkomme. Aber andererseits, wenn ich da unten jetzt gewesen wäre, ich hätte hier zumindest hier hoch. Auch sie mussten, ich wette, ich muss sowieso noch zum Fuwa-Staudamm zurück. Also war es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ich hier auf den Staudamm mal da gewesen bin. Dann kann ich dahinter nächstes Mal schnell hinreisen, auch wenn es wahrscheinlich wieder stundenlang dauern wird, bis ich da bin. Ja, genau. Und hier rechts muss ich. Jawohl! Und dann. Also bis jetzt haben wir auch noch keine toten RNK-Soldaten gefunden. Das sollten wir ja auch machen auf der Versorgungsroute. Mal gucken, ob hier irgendjemand zu Fallen Hope irgendwas gebracht hat, aber. Oh, ganz schön offenes Gelände hier. Wo ist das denn das? Das war mal Bowler City. Na gut, ich glaube, ich weiß noch, wie die Stadt so heißt. Man, es sieht tatsächlich so aus, als würde es hier relativ viele Steine geben. Da hinten ist eine abgebrannte Hütte. Mir fehlt eigentlich noch so ein einsames Telefon, was irgendwo in der Landschaft steht. Ich muss hier mal kurz auf dem anderen Rechner was machen. Ah ja, gut. Da ist nämlich immer... Ich muss ja... Oh, ist das hier nicht so eine lustige... Nee, das ist keine lustige Pflanze. Ich müsste eigentlich mal wieder so ein Lagerfeuer... Oh, Ruckel. So ein Lagerfeuer finden. Und das ist jetzt Boulder City. Ach, da hinten kommen richtige Gebäude. Wunderschön. Steht denn hier Schönes auf dem Schild? Hooverdamm. Rechtsschwenk. Ah, ja. Na. Die englische Polizei Telefonbox burn. Von mir aus. Ja, so eine wäre gut, ja. So eine schöne... Ja, doch, doch, genauso würde ich mir jetzt... Oh. Dass immer noch niemand die Leichen weggeräumt hat. Also ich glaube, die... Oh Gott, wie viel hier schon wieder... Oh, guck mal. Ein Dienstgewehr und eine Ranger Holodist. Wir sind vom Rest des Zuges abgeschnitten. Überall sind die Legionäre. Weil es keine Chance mehr gibt, von hier zu entkommen, bevor sie die Stadt in die Luft jagen, halten wir die Stellung so lange wie möglich. Wenn diese Nachricht jemals gefunden wird, dann möchte das Private Jeffrey Hui und Koppel Markus Küsten für ihre Tapferkeit und ihre Opferbereitschaft geehrt werden. Beide haben die Ideale und die Ehre des Republik Neukalifornien aufs Vorbildlichste verteidigt. Melde mich ab, Ranger Theresa Lutz. Ja, gut. Achso, das habe ich ja gerade gelesen. Dann nehme ich noch den Ranger-Hut mit und damit, mit so einem Ranger-Hut kann ich doch sicherlich auch meinen Hut, den ich zwar eh nicht tragen, wenn mein Spielerhut reparieren, oder? Ich meine, das komische Barett hier bringt ja eigentlich viel mehr, weil es macht ja Wahrnehmung und kritische Treffer noch plus. Aber trotzdem kann ich damit, nein, den Spielerhut kann ich, nein, den kann ich gar nicht aufsetzen. Also ich kann ihn weder reparieren noch uns was mit dem machen. Na gut, dann halt eben nicht. Ja, okay, die hatten anscheinend sehr viel Spaß hier mit der Legion. Ich hoffe, die Legion ist mittlerweile weitergezogen.
Ja, habe jetzt trotzdem erstmal die Waffe rausgeholt, weil man weiß ja nie und... Oh, wir haben auf jeden Fall Boulder City entdeckt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, stand Boulder City letztens noch zwar aus ein paar mehr Gebäude, weil eigentlich gibt es ja auch keinen Grund, dass die Stadt zerstört ist und dass hier generell irgendeine Stadt zerstört wurde, wenn das nicht in der neueren Zeit passiert ist, weil durch den großen Krieg kann das ja eigentlich nicht passiert sein, all dieweil gab hier ja keinen großen Krieg, also was ist denn das da vorne? Na? Na Gott. Ich treffe nichts. Ich bin ein mieser Schütze. Ja, also Bighorn Saloon. Das ist auch so ziemlich das einzige Gebäude, was hier in Boulder City noch steht. Der Saloon. Na gut, dann gehen wir mal da... Was ist das denn hier Schönes? Ach so, eine Lampe. Oh, Terpentin steht hier draußen rum. Dann gehen wir mal in den Saloon. Ich dachte eigentlich, Boulder City wäre eine größere Stadt, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Na, hier lebt doch noch jemand. Sieht hier sehr stylisch aus. Wirklich sehr stylisch. Ja. Stylisch. Warum schießt du da drauf, Burn? Na, das war so eine Krähe und ich wollte wissen, ob ich die abschießen kann. Hi, ein Kunde. Icke. Es kommt inzwischen kaum noch jemand nach Boulder City. Ja, reden wir mal über Boulder City. Der Großteil der Stadt wurde bei der Schlacht am Hutterstuhl zerstört. Ansonsten gibt es hier nur die Betonfabrik. Aha, na, wofür denn wohl? Die RNK hat entlang des Flusses Bunker gebaut. Aber wie ich höre, kommt das etwas spät. Reisende auf der 188 haben mir erzählt, dass die Legion einige Orte im Süden überrannt hat. Okay, gut, da hat der anscheinend... Wo kommt der Beton her? Der meiste Kalkstein kommt aus Quarry Junction im Westen. Aber ich habe gehört, dass sich ein paar Todeskrallen im Steinbruch eingenistet haben sollen. Jetzt gibt es hier nichts mehr zu tun und die Arbeiter sind alle aus der Stadt verschwunden. Ich bin der Letzte, der noch hier ist. Ah, ja, okay, wir haben mal eine Kartenmarkierung behalten. Das ist natürlich auch interessant. Ich frage mich, wo die ganzen Arbeiter gewohnt haben. Ich meine, hier ist ja wirklich gar nichts Angebot. Das darf sein. Was hat er denn alles? Oh Gott. Er hat Wasser gereinigt, das auf jeden Fall. Aber es ist scheißen teuer. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht kaufen. Ich könnte meine Nuka-Cola verkaufen, die ich hier irgendwo noch rumliegen habe. Die möchte ich nämlich nicht haben. Die Nuka-Cola kann man ja doch relativ wertig verticken. Yum-Yum Teufelsei? Achso. Insta-Püree, Leguan am Stiel, Zapparilla hat er im Angebot. Die nehme ich doch komplett mit. Macht zwar mehr Durst, aber akzeptieren, ja, das passt. Ein weiterer zufriedener Kunde. Komm. Ja. Ja, ja, er hat nur kaputte Gläser. Mal gucken sich das an. Er hat nur kaputte Glaskrüge. Es hat kein einziger überlebt. Oh, was ist das? Notice? Du, Interest for Employments Only. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ja, ich bin ein ganz schlechter Mensch, ich weiß. Oh, eine Sanse Zapparilla. Was, Teil? Achso, eine leere Flasche. Insta-Püre, Dandyboy, na gut. Also viel zu holen gibt es hier definitiv nicht. Ja, boom, das ist total unverdächtig, wenn du dich hier im Hauptraum dich runterstückst. Naja, gut, dann zurück nach Bol. Also, mal gucken, ob es hier noch mehr gibt.